Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir sind in Altstumpf. Es ist düster und regnerisch. Und ich habe schon mal hier unsere Startbuffs gewirkt. Was ich noch machen könnte, bevor wir losgehen, ist einmal Segen. Davon haben wir jetzt schon 5 zur Verfügung. Okay, und dann schauen wir mal, was uns hier erwartet. Okay, wen haben wir dort? Muan. Der fummelt da erstmal noch gemütlich an seinem Wagen herum. Was kann der denn berichten hier über die Zustände? Der Mann mittleren Alters packt seine Waren hastig in seinen Karren. Okay, gemütlich war dann falsch interpretiert. Angesichts seines wettergegerbten Gesichtes und des von der Sonne gebleichten Haars scheint er ein erfahrener Reisender zu sein. Als er dich bemerkt, nickt er kurz, setzt seine Arbeit aber fort. Ihr habt einen schlechten Zeitpunkt für einen Besuch gewählt. Ich verschwinde von hier und rate euch, dasselbe zu tun. »Ich weiß, dass hier Gefahr im Verzug ist«, sagte Megar. »Deshalb sind wir hier. Mit wem habe ich denn das Vergnügen?« »Ich bin Muan, ein Händler aus Brevoy. Ich wollte in den neuen Baronien mein Glück suchen, aber bis jetzt fand ich nur Tod und Verlust. In den Würgerhügeln treiben Trolle ihr Unwesen und hier ist die Lage sogar noch schlimmer. Drelev scheint verschwunden zu sein. Natürlich können die Schwertfürsten entscheiden, wo Grenzen gezogen werden und wer welchen Titel erhält, aber bis jetzt haben diese Herrscher der Raubland hier so gut wie gar nichts befriedet. Megar, ein berechtigter Vorwurf. Gestattet mir, mich vorzustellen. Megar Varn, Baron dieser Gefilde. Ich wurde hierher gerufen, um zu helfen und diesen Monstern das Handwerk zu legen, die euch bedrohen. Ihr seid der ich und mein loses Mundwerk. Alsdann, euer Gnaden, mögen die Götter euch und die euren segnen. Ich werde nach Hause zurückkehren und nie wieder einen Fuß in die Raublande setzen. Zerfall. Oh, kommt schon, spart euch die Dramatik. Monster sind in wilden Landen wie diesen an der Tagesordnung. Aber wir haben alles im Griff. Glaubt mir, es wäre nicht in eurem Interesse, jetzt aufzugeben. Das ist jetzt zwar kein guter Zeitpunkt für Verhandlungen, aber wenn ihr in die Hauptstadt kommt, könnten wir die Möglichkeiten erörtern, die sich einem Händler hier bieten. Und natürlich die beiderseitigen Vorteile. Aber das müssen wir ein andermal besprechen. Nein, aber vielen Dank für das Angebot. Allerdings werde ich weit weg von den Raublanden mein Glück versuchen. Diese Gegend ist... Der Händler macht eine unbestimmte Geste mit seiner Hand. Nicht gut, als wäre sie verflucht oder so. Schön, dann lebt wohl. Ich für meinen Teil bin nicht in Einkaufslaune. Velena, Cephal, falls ihr etwas braucht, kauft es, aber macht schnell. Ich wittere einen Kampf. Nein. Wir haben kein Geld mehr. Gibt keine Option insofern. Oder schaut, wir gucken nochmal rein. Hat er irgend vielleicht was Besonderes dabei? Oh ja, er hat was Besonderes dabei, aber wir haben 32 Goldstück. Insofern lassen wir das mal. Okay, die Sache ist durch. Dann ziehen wir weiter, gucken, was hier los ist. Da oben sind Kultistenschläger. Was machen die? Apostatenkrieger. Hier ist irgendwie eine ganz große Versammlung. Gott, mit denen? Kommen wir mit denen klar? Brauchen wir einen Meister, der die Untoten, was auch immer. Svetislava ist dort. Die hatte uns gerufen. Oha, hier gibt es richtig Ärger, wie es aussieht. Was können wir denn tun hier? Auf dem Dorfplatz herrscht reges Treiben. Angeführt von einem alten Tiefling nähert sich eine Gruppe von Dörflern in schwarzen Roben einer Schar bäuerlich gekleideter Person. Beide Gruppen sind bewaffnet und scheinen entschlossen zu sein, von ihren Waffen Gebrauch zu machen. Gut, was sagen sie denn hier schon? Unsere Meister werden euch bestrafen? Brauchen wir einen Meister, der die Untoten über uns bringt? Wer ist hier eigentlich gegen wen? Bereut oder? Wir müssen an unsere Familien denken, nicht an irgendwelche Götter. Also sieht aus, als ob diese Kuttentypen... Und dann haben eure Großväter eben daran geglaubt, wir können uns selbst eine Meinung bilden. Also diese Kuttentypen, die scheinen ja irgendwie diese Anbeter zu sein. Keine Ahnung. Mal sehen. Svetislava, seht ihr, euer Gnaden, sie tragen die schwarzen Roben. Das heißt, sie stehen unter dem Einfluss der Zyklopen. Bitte unternehmt etwas, ehe noch jemand verletzt wird. Megar greift nach seiner Klinge. Ich will mit meinen Untertanen nicht die Schwerter kreuzen, aber wenn ihnen Monster den Verstand geraubt haben, ist es unsere Pflicht, die Unschuldigen zu beschützen. Seid ihr bereit? Okay, wir haben einen erfolgreichen Wahrnehmungswurf gemacht.
wo sie wohl die schwarzen Roben herhaben. Sind die selbstgemacht? Mit Einleitung der Zyklopen? Irgendwas stimmt hier nicht. Ich denke, ihr habt recht. Oh, verdammt, Zerfall steht noch dahin. Den haben wir da vergessen. das ist ärgerlich. Sie wirken nicht verrückt, sondern nicht sonderlich klug zwar auch nicht, aber ich sehe keine Zeichen von Besessenheit. Ich denke, die Zyklopen haben mit der ganzen Sache nichts zu tun, sagt Zephal. Unser Gast will uns nur dazu bringen, irgendwelche politischen Probleme zu seinen Gunsten zu lösen. Das macht er allerdings ziemlich schlecht, wenn ihr mich fragt, und ich hasse schlechte Lügner. Megga, bevor wir mit unseren Schwertern herumfuchteln, wäre es vielleicht klug, die Leute anzuhören. Zordesch, ihr gottlosen Strolche, undankbare Schweine, wie viele Generationen lang haben eure Ahnen die Gaben unseres Meisters dankend angenommen? Wie konntet ihr seinem Glauben abschwören? Was für eine Schande! Sordesh, ist das ein Apostatenschläger? Was ist das überhaupt? Aber was hat der Meister unseren Ahnen geschickt? Ach nee, Zordesh und der Apostatenschläger, die unterhalten sich, ich verstehe. Okay, was hat der Meister unseren Ahnen geschickt? Ernten, gutes Wetter, gesunde Kinder? Und was schickt er uns jetzt? Tote Zyklopen. Was kommt als nächstes? Steine, die vom Himmel fallen? Nein, ihr könnt einen solchen Gott gerne anbeten, aber wir haben einen anderen Gott gefunden. Okay, das heißt sozusagen, es gibt eine Fraktion, die an den alten Götterglauben festhalten will und eine andere Fraktion, die irgendeinen neuen Gott gefunden hat. Und zwar, was passiert jetzt? Oh mein Gott, was ist denn das? Ein göttliches Zeichen. Krass, das ist der Glaube unserer Väter. Wir werden uns, bla bla bla. Der Dorfbewohner wird von einem ohrenbetäubenden Grollen übertönt, als ein Lichtblitz niederfährt und den riesigen Baum in der Mitte des Dorfes spaltet. Da! Das ist die Antwort für euren Frevel. Ich sage die Wahrheit. Schwört ihr dem Meister ab, kann euch kein anderer Gott beschützen. Ihr seid für immer in seiner Hand, im Leben und nach dem Tod. Bereut und kehrt zu eurem wahren Glauben zurück. Ist es nicht Wahnsinn, Bestrafung Geschenken vorzuziehen? Megga, was zur Hölle ist hier los? Ich bin Megga Warn, der Baron dieser Gefilde und euer Herrscher. Ich kam, um euch gegen Zyklopen beizustehen, aber wie es scheint, geht hier etwas anderes vor sich. Ich verlange eine Erklärung. Oh, euer Gnaden, was für eine Ehre, dass ihr unser bescheidenes Dorf besucht. Ich bin Zordesh, der Prinzipal dieses Dorfes. Wir haben tatsächlich ein kleines Problem mit Zyklopen, aber es besteht kein Grund zur Sorge. Wir haben alles unter Kontrolle. Naja, so sieht das auch nicht aus. Svetislava, unter Kontrolle? Von wegen, euer Gnaden, ihr müsst uns retten. Dieser Wahnsinnige verehrt Charon, den Reiter des Todes. Er will uns den Zyklopen zum Fraß vorwerfen. Vergebt mir, dass ich zuvor gelogen habe, aber ich hatte Angst, ihr würdet uns alle bestrafen. Aber nun lüge ich nicht, er ist ein Kultist, ein echter Kultist. Das ist jetzt irgendwie merkwürdig. Warum hattet ihr Angst, Megga würde alle bestrafen? Ihr seid schließlich nicht alle Kultisten, oder? Also, natürlich nicht alle. Nur er, der verdammte Prinzipal und seine Handlanger. Spinnst du schon wieder ein Netz aus Lügen, Svetislava? Euer Gnaden, wollt ihr jetzt die Wahrheit hören? Der Tiefling senkt den Kopf. Ich will ehrlich zu euch sein. Wir sind die Kinder des Reiters des Todes. Unser Dorf verehrt ihn seit Hunderten von Jahren. Aber wir sind kein geheimer Kult. Alle hier, genau wie ihre Väter, Großväter und Urgroßväter und auch das verlogene Miststück, das euch herführte. Beim letzten Neumond stand sie betend an unserer Seite. Das ist unser Glaube. Wir verehren ihn und er hilft uns, in diesem gefährlichen Land zu überleben. Aber nun haben sich die Zyklopen aus ihren Gräbern erhoben, wie es prophezeit war. Seine alten Diener überbringen gute Neuigkeiten. Aber was haben diese ungläubigen Narren getan? Sie wandten ihre Waffen gegen seine Herolde und ihre eigenen Nachbarn. Der Meister hat uns ein Zeichen geschickt. Er will uns mit seinen Geschenken belohnen. Aber sie bekamen es mit der Angst zu tun und schworen ihrem Glauben ab. Ah, das ist ja eine interessante Konstellation. Also, das sind alles Anhänger Charons gewesen. Und in dem Moment, wo jetzt tatsächliche Untoten auftreten, ja, hinterfragen
einige davon ihren Glauben und haben dann doch eher Angst und wollen irgendwas anderes anglauben, während die anderen das als Zeichen sehen. Wir vermuten ja, wissen ja, dass möglicherweise noch was ganz anderes dahinter steckt. Okay, also geht es eigentlich darum, hier das möglichst zu befrieden, würde ich sagen. Aber um was will Velena bei der Sache? Na, mal gucken. Euer Gnaden, wir sind keine Schurken und hegen weder Hass noch Groll. Wir verehren nur eine alte und weise Gottheit, die uns all die Jahre beschützt hat. Bitte helft mir, diesen Aufstand niederzuschlagen, dann werdet auch ihr von seinen Geschenken profitieren. Fürchtet die Zyklopen nicht, ihr Erscheinen ist ein Zeichen des Meisters. Allein den Schwachen im Glauben droht von ihnen Gefahr. Nun gut, jetzt müssen wir mal sagen, Velena ist ja eine Hexenmeisterin, das heißt, sozusagen mit dem Umgang mit der Totenwelt, da hat sie, glaube ich, schon irgendwie Berührungspunkte. Theoretisch könnte sie, glaube ich, auch Untote auferstehen lassen und solche Sachen von ihren Zaubern her später. Tja, vielleicht, ich könnte mir vorstellen, dass sie denkt oder dass sie hofft, dass sie möglicherweise von den Zyklopen irgendeine besondere Macht erfahren kann. Ich glaube, sie ist eher fasziniert davon, wenn ich mir das so überlege. Svetislava, hört nicht auf ihn. Er will euch auch an die Zyklopen verfüttern. Ich flehe euch an, rettet uns vor diesem Kult. Dann folgt wie Erastil oder Abada oder wen zu verehren, ihr uns befehlt. Aber ich flehe euch an, rettet uns vor diesem Irrsinn. Mega, ich verstehe, warum uns diese Frau belogen hat und ich hege nicht den Wunsch, sie oder jemand anderen zu bestrafen, der Charon abgeschworen hat. Was die Kultisten angeht, die dem Reiter noch immer die Treue halten, ich tendiere dazu, den Kult zu zerschlagen und den friedlichen Dörflern bei der Suche nach einem neuen Glauben zu helfen. Wenn sich Zombie-Zyklopen erheben, werfen die Anhänger einer solchen Gottheit dunkle Schatten auf das Land. Ja, das kann man als Herrscher vielleicht so ein bisschen verstehen. Zephal, oh, warum habe ich den da stehen gelassen? Andererseits könnten sie sich als äußerst nützlich erweisen. Denkt nach, Mega. Denkt nach. Wenn uns jemand helfen kann, diesem Zyklopenproblem auf den Grund zu gehen, dann diese Leute, die ihrem Herrn über Generationen hinweg gedient haben. Wir sollten diesen Aufstand niederschlagen und herausfinden, was der Prinzipal weiß. Ich will mit diesen Kultisten keine Geschäfte machen, aber was ihr sagt, klingt irgendwie vernünftig. Velena, was meint ihr? Okay. Also, Svetislava, wir werden das erstmal hinter... Obwohl, nee, wir werden gleich Zephal zustimmen. Zephal hat recht. Wir sollten den Aufstand niederschlagen und uns die Loyalität ihres Prinzipals sichern. Tja, ich vertraue eurem Urteil an die Waffen. Danke, euer Gnaden. Habt ihr das gehört? Ihr Gläubigen, vernichtet die Apostaten. Wenn sich der Staub gelegt hat, besucht den Schrein auf dem Berg. Ich werde dorthin zurückkehren und ihn gegen die rebellischen Frevler verteidigen. Okay, es geht zur Sache, Leute. Eieiei. Bleibt noch was für uns übrig? Ach du Schreck. Da kommen sie schon. Oh nein, Zephal steht genau da. Oh mein Gott. Wir haben ein kleines Problemchen. Das ist jetzt wirklich schlecht gelaufen, Leute. wo ist denn Zephal hin? Oder? War das nur ein Bug? Ach, der steht doch bei uns. Alles klar. So, dann müssen wir uns jetzt mal umschauen. Das wird ja heikel. Das wird ja eine heikle Angelegenheit, die am... Tor, um die kümmern wir uns jetzt erstmal nicht. Was haben wir hier hinten? Einen normalen Krieger. Einen Schurken. Der ist erstmal abgelenkt. Vor uns, die haben möglicherweise auch was anderes zu tun. Okay. Gut. Haben wir einen Nahkämpfer hier hinten? Tehara. Gekor, Rabauk. Ich würde mal sagen, Elch geht hier rüber. Kümmert sich um den. So, Tehara geht hierhin, kümmert sich um den. Dann haben wir Gekor. Und jetzt ist die Frage, sollten wir hier vielleicht gleich mal ein paar nette Sachen machen? Magische Fänge könnten wir mal machen. Auf den Elch, da muss er leider hinterherlaufen. Aber das ist ja wohl mal möglich. Gut, Zephal wird erstmal auf sich selber ein Schild zaubern.
Und Velena wird mal was machen. Wir werden mal Erschrecken zaubern. Das ist, glaube ich, jetzt eine schöne Angelegenheit. Hier. Für die Feinde geht das, glaube ich, nur, ne? Ja. Gut, werden wir hier hin zaubern. Na, so, dass wir möglichst viele erwischen. In dem Kreis wäre es ganz gut. Gut, ich hoffe, da muss ich nicht so weit gehen. Okay, Megan läuft und Zerfall. Achso, das hatten wir schon. Na gut, dann haben alle erstmal. Ach nee, Rabauke hat noch keinen Auftrag. Rabaute geht hier vorne hin, mitten in den Kampf hinein. Okay. Möglicherweise sogar ohne Defensive. So, jetzt müssen wir das mal alles in Ruhe so ein bisschen machen. Ja, ich habe euch doch hier einen Zauber befohlen, Belana. Warum machst du das nicht? Hat irgendwie nicht geklappt. Möglicherweise habe ich das Ziel nicht richtig definiert. Achso, ich muss. Ah, ich kann keine Leiche als Ziel definieren. Jetzt geht das. Gut. Okay. Gut, du hast magische Fänge gemacht. Das ist sehr schön. Dann würde ich sagen, feuern wir erstmal hier. Helfen wir erstmal Tehara dort unten. Und hat sie das jetzt immer noch nicht gemacht? Irgendwie klappt das nicht, so wie ich mir das vorstelle. Man muss offenbar auf einen Feind zielen bei dieser Aktion. Ja, dann machen wir es eben mal so. Muss doch möglich sein. Okay, das läuft gut hier mit Rabauke. Mach mal einmal betäubenden Schlag. So, Erschrecken hat funktioniert. Einige sind schon ganz durcheinander. Sehr schön, Villana. Hast du gut gemacht. Dann mach einmal jetzt Hast auf die Gruppe. Das könnte auch sehr, sehr hilfreich sein. Okay, das sind alles Fehlschläge. So, Zerfall. Du hast dein Schild gemacht. Lohnt sich hier irgendwo. Ja, hier hinten lohnt sich schon mal ein Feuerball. Ich meinte, es war auch ein Freund mit betroffen, aber das trifft dann trotzdem insgesamt die richtigen, würde ich mal sagen. Gut, Rabauke, wo schicken wir dich hin jetzt? Vermutlich. Naja, geh erstmal hier hin, würde ich sagen. Mega hat gar nichts zu tun. Okay, der geht hier nach drüben. Den haben wir die ganze Zeit vergessen. So, da kommt der Feuerball. Oh yeah, der hat gut reingehauen. Hervorragend. Der hat leider auch unsere Leute ein bisschen getroffen, aber man kann nicht alles haben. Ne? So, ich glaube, Cephal stört das nicht so sehr. Okay, den haben wir erledigt. Das heißt, Elch macht sich jetzt mal, geht mal in Position, um hier gegen die anderen dort. Genau, das ist jetzt dein Job. Du musst die aufhalten. Und Tehara. Naja, geht mal hier so ein bisschen in Position. Jetzt geht es nämlich darum, jetzt werden wir schön untote Schwächen machen. Und Zerfall macht das auch. So, mit Rechtsklick bitte. Und Gekor wird. Wir haben doch hier positive Energie fokussieren. Allerdings musst du da näher rangehen. Dann mach das mal. Terra hält sich hier so ein bisschen bereit. Okay, und Mega hat auch noch nichts zu tun. Mega geht hier hinten nochmal ran und hilft dort. Was machen die beiden Dicken? Die stehen da erstmal nur blöd rum. Im Moment sieht es ganz gut aus. Ich hoffe, wir kommen mit Elch. Elch kommt dort klar, hoffe ich mal. So, du machst jetzt das Untote. Und du gehst jetzt hier ran und machst einmal sicheren Schlag. Sehr schön. Mach das gleich nochmal. So, hier unten kommt ihr klar. Ja, den habt ihr erledigt. Das sind Freunde. Das heißt, nö, dann kümmern wir uns gemeinsam erstmal jetzt um den dort. Gehen dort beide mit ran. Elch hat ein bisschen jetzt was abbekommen. Leider sehe ich hier immer nicht seinen Lebensenergiebalken. 20 von 69. Der könnte fast schon mal eine Heilung vertragen. Das machen wir jetzt auch. Wir werden mal einen Segen umwandeln in. Ah, nee, leicht ist doof. Na, wandeln wir das mal um. In einmal schwere Wunden heilen für unseren Elch. Okay, den ersten haben wir schon. Könnte sein, dass Elch jetzt fällt. Was natürlich schade ist. So, ihr geht dann natürlich auf den anderen. Ja, tatsächlich, er fällt.
Ah, da steht er wieder auf, fällt gleich nochmal. Okay, das war natürlich Mist. Dann gehen wir zurück. Dann kommen wir so nicht mehr weiter. Dann muss Tehara jetzt in die Defensive gehen. Als zweite Kraft hier vorne. Und Rabauke, wo ist der? Der kommt erst noch. Die machen hier auch gerade nichts. Gehen wir noch ran. Ja, okay, das war's. Gut. Außer der arme Elch hat sie jetzt keinen weiter groß erwischt. Ich muss mal gucken, da war doch aber noch ein anderer. Wo ist der denn jetzt hin? Positionieren wir uns mal neu. Irgendwo ist doch hier noch einer. Nee. Hm, komisch. Oh, er steht auf. Gott sei Dank. Er ist nicht ganz tot. Ja, alles klar. Aber hier, irgendwas findet hier noch statt, Leute. Irgendwas ist hier noch. Ja, tatsächlich. Die beiden sind noch da. Der Kampf ist doch noch nicht zu Ende. Na los. Dann, ich würde mal sagen, Elch bleibt hinten. Unsere beiden Fernkämpfer machen ihren Kram. Mega geht mal hier in Position. Jetzt ist die Stunde von Rabauke gekommen. In der Defensive gehst du vor. Alle anderen. Obwohl, eigentlich können wir erstmal den Kultistenschläger ranlassen, oder? So, die Fernkämpfe arbeiten. Was wir machen können mit Tehara ist Freibeuter ist bunt. Und jetzt gehen wir ran, machen mal eine Betäubung. Okay, Rabauke ist jetzt doch das Ziel. So, Tehara geht jetzt hier mit ran. Wo ist denn unser Elchchen? Den haben wir ja nach hinten positioniert. Mega geht auch von der Seite ran. Rabauke muss jetzt alles abhalten, aber das schafft er auch schon. 28 Schaden hat er bekommen, das ist nicht gut. Und okay, den haben wir. So, das heißt jetzt alle auf den letzten. Und hält Rabauke durch? Komm, einen Schaden kann er noch ab, denke ich mal. Oh, 26, jetzt wird es aber knapp. Jetzt wird es aber knapp. Oh, wir haben auch nur einen leichte Wundenheiltrank. Das ist doof. Dann mach mal einen betäubenden Schlag. Vielleicht klappt das. Ansonsten muss Gecko vielleicht nochmal eine Heilung raushauen. Das war natürlich jetzt bitter, wenn wir trotz dieses insgesamt ganz guten Kampfes hier jemanden verlieren. Okay. Puh. Alles klar. Glück gehabt. Sehr schön. Gut, dann heilen wir uns einmal. Und nochmal. Dann sieht es wieder gut aus. Und ja, dann schauen wir mal, was wir in diesem Dorf hier noch so bekommen. Beziehungsweise erstmal, was hier bei den Leichen alles so finden werden. Und wir gucken erstmal, wie das hier weitergehen soll, diese Geschichte. So. Unabhängig von Charum könnten der Prinzipal von Altstumpf und seine Gemeinde von Nutzen sein. Aber diese Lügner, die Baron Warn dazu brachten, für sie Partei zu ergreifen, sie verdienen seine Gnade nicht. Genau, so haben wir agiert. So, wie gesagt, wir durchsuchen jetzt hier nochmal die Leichen. Das ist ganz schönes Schlachtfeld hier geworden. So, Schriftrolle Heldenmut. Okay, das wird jetzt vielleicht ein bisschen mühsam. Ah, sehr schön. Das erinnert mich da auch daran, dass ich die Heiltränke unbedingt ausstatten muss. Das habe ich echt versäumt. Das können wir alles mitnehmen. Hier haben wir noch einen Trank. So, das ist auch noch ein 100er. Sehr schön. Der hat hier gute Dolche dabei. Okay, das nehmen wir auch mit. Ja, die haben gute Äxte, Meisterarbeitsäxte gehabt. So, ich hoffe, das wird der meiste Teil sein hier. Okay. Da haben wir einiges mitnehmen können. Da hinten möglicherweise noch was, was wir noch nicht gesehen haben. Das schauen wir uns noch an. Was ist das? Ah, ich glaube, das gehört noch zu den Sachen, die wir doch schon abgegriffen haben, bloß nicht haben wollten. Gut, liebe Leute, dann machen wir erstmal eine Pause im Feuerschein dieses Baumes. Wie atmosphärisch.
werden uns natürlich dann erstmal im Dorf noch ein bisschen umschauen. Es gibt ja auch Überlebende, da können wir mit denen noch was reden. Mit den Drückebergern hier. Zwei Fernkämpfer haben überlebt. Wir haben die Apostaten gestraft. Das ist das Los aller Frevler. Na gut, und dann werden wir uns zu diesem Tempel aufmachen, wo offenbar der Prinzipal auf uns wartet. Ja, bis dann, macht's gut, euer Steinballen.